Motzni sagt schon, ja, da ist guten Tag. Ja, bin ich jetzt bei Voigt? Ja. Den Herrn Voigt hätte ich gern gesprochen. Ja, Moment bitte. Jonas Voigt. Ja, guten Tag, mein Name ist Lukas Jakob. Herr Jakob? Ja. Alles klar. Ich vertrete die Interessen von Mitsubishi Japan. Hm? Herr Voigt, da muss ich Sie fragen, was ist mit Ihrer Firma da los? Von Ihnen fehlen dann auch die Pajero-Rückführungsangaben. Was fehlen? Die Pajero-Rückführungsangaben? Ja. Ja, sind Sie nicht informiert, oder? Nee, weiß ich nicht. Also meines Wissens sind von Trebor da Dokumente rausgegangen an alle Niederlassungen, dass wir den Pajero umbenennen. Nee, und da ist nicht da. Haben Sie nicht? Nee, deswegen bin ich ja ganz... Also wir brauchen von Ihnen die komplette Auflistung. Wir müssen die einziehen und umbenennen. Nee, habe ich nicht. Also deswegen, keine Ahnung. Also in Spanien mussten wir das Auto schon umbenennen. Das weiß ich. Pajero ist kein guter Name. Ja, die wissen in was. In Spanien. Sie wissen, was das heißt. Ja, hat nicht unbedingt einen guten Namen. Ja, hat kein unbedingt das beste Image von, das ist als der Rotlicht, als ein Rotlichtmilieu. Na, da, also meines Wissens heißt Pajero Selbstbefriedigung. Ja, genau, also Rotlicht. Sehen Sie, und jetzt müssen wir aus Protestgründen seitens der Spanier das Ding bei uns auch umbenennen. Da sagt sich Spanien, also was Mitsubishi Spanien muss, das müssen die anderen EG-Partner dann auch. Mhm. Also ich überprüfe sofort alles. Manchmal ist es irgendwo versackt, muss ich mal schauen. Also das interessiert mich jetzt schon. Ja, sagen Sie mal, da haben Sie wohl auch noch gar nicht die neuen Aufkleber für das Auto. Nein. Wie heißt der? Der heißt Vectra. Sie schlitzen auf Sie. Da brauchen Sie nicht zu lachen. Der wird anders geschrieben. Ach so. Ja, Japaner schreiben das von links nach rechts. Herr Voigt, hier ist Radio PSR, das sinnlose Telefon. Ja. Nicht schlecht. Also ganz so geht's nicht. Alles klar. Ihr seid schon super Schelme. Super. Hallo? Kein Anschluss. Radio PSR. Sinnlos Telefon.